Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Digital Politics. Ich bin Maren von Follow the Vote und in Kooperation mit Wikimedia Deutschland sprechen wir mit jungen PolitikerInnen über Digitalpolitik, Wissensgerechtigkeit und Open Data. Heute sind wir zu Gast bei Misbah Khan von den Grünen. Die an einem Menschen immer als erstes auf? Die Laune. Wer wärst du gerne mal für einen Tag? Olaf Scholz. Warum? Weil ich dann die Übergewinnsteuer einführen würde. Urlaub in Deutschland oder im Ausland? Im Ausland. Was kannst du besser als andere? Mit Schlafdefizit umgehen. Dein Lieblingsort im Internet? Netflix. Wenn du eine Sache im Internet ändern könntest, was wäre das? Hate Speech abschaffen. TikTok oder Instagram? Instagram. Wie stehst du zum neuen Social Media Trend Be Real? Finde ich gut. Hashtag keine Werbung. Auf welchen Newsplattformen informierst du dich meistens? Meistens über den Pressespiegel, das ist eine Mail per PDF, aber ansonsten der Spiegel. Was hast du zuletzt auf Wikipedia nachgelesen? Den Wikimedia-Artikel. Was rätst du Leuten, die auch PolitikerInnen werden wollen? Einfach machen. Danke. Gerne. Ich bin Misbah Khan, ich bin 32 Jahre, ich komme aus Rheinland-Pfalz. Es ist das erste Mal, dass ich im Bundestag mitmachen darf und ich mache Politik im Innenausschuss und im Digitalausschuss und bin da zuständig für Gesellschaftspolitik, für Migration und auch für Rechtsextremismus und bei Digitalpolitik für digitale Identitäten, für Transparenz und für Verwaltungsmodernisierung. Misbah, du bist jetzt seit September letzten Jahres im Bundestag. Was waren für dich bisher die größten Learnings? Das größte Learning für mich war, dass man noch viel stärker transportieren muss, dass Digitalpolitik immer auch Gesellschaftspolitik ist. Seit September letzten Jahres ist deine Partei auch Part einer neuen Regierungskoalition. Seitdem ist jetzt ein Jahr vergangen. Was konntet ihr bisher von den digitalpolitischen Vorhaben im Koalitionsvertrag umsetzen? Losgegangen ist es ja richtig erst seit Dezember, seit der Regierungsbildung, und seit Januar sitzen wir in den Ausschüssen zusammen. Seitdem gab es ein Krieg und eine Krise, das heißt, es gibt noch nicht die Gesetze, auf die man zeigen kann. Das passiert jetzt erst jetzt, wo die Sommerpause zu Ende ist. Vorher war das noch viel Debatte und auch Finden, auch ehrlich gesagt so ein bisschen aus dem Sumpf von 16 Jahren verkorkster Digitalpolitik rauskommen. Aber ab Herbst werden wir uns beschäftigen mit dem Onlinezugangsgesetz, mit der Registermodernisierung, mit digitalen Identitäten und vielem mehr. Was ist für dich das wichtigste Thema im Bereich Digitalpolitik? Was muss der Bundestag, was muss die Bundesregierung unbedingt umsetzen? Ja, also da gibt es jetzt nicht nur das eine Thema, aber ich setze mich ein für digitale Bürgerrechte und für IT-Sicherheit, für einen Umgang des Staates mit seinen Bürgerinnen und Bürgern im Verwaltungsprozess, der modern ist, der nachhaltig ist und der digital ist und nahbar vor allem. Und als letztes ist, glaube ich, der Punkt von Demokratie auch im Internet ein ganz, ganz wichtiger. Das werden wir im Winter auch merken, wenn Rechte wieder versuchen, im digitalen Raum für sich zu mobilisieren und die sozialen Unruhen für sich zu nutzen. Mhm. Wichtig für transparentes Regierungshandeln und freien Zugang zu Informationen ist das Vorhaben Recht auf Open Data im Koalitionsvertrag. Wieso ist da bis dato nichts passiert? Also im Koalitionsvertrag haben wir es festgeschrieben und es ist auch ein Vorhaben. Die Ministerien planen natürlich über die 4 Jahre, die wir voraussichtlich in der Koalition sein werden. Und die Vorhaben sind angesetzt für Anfang 2023. Das heißt, dann werden die Gesetze beschlossen. Wir wissen, jetzt gibt es schon erste Initiativen auch aus der Gesellschaft mit Gesetzesentwürfen. Die Debatten werden dann quasi zum Winter stattfinden, auch im Parlament und in den Ausschüssen. Und dann werden die Gesetze beschlossen, hoffentlich Anfang nächsten Jahres. Und wie kann deiner Meinung nach die Expertise von zivilgesellschaftlichen Initiativen besser in die digitalpolitischen Entscheidungsprozesse eingebunden werden? Man muss sie früh mitnehmen und man muss ihnen auch genug Raum geben, überhaupt ihre Expertise zu formulieren. Das heißt, nicht einen Tag vorher, bevor man was beschließt, sondern mit Vorlauf, wahrscheinlich schon im Idealfall schon, wenn man sich überhaupt überlegt, wie genau soll das digitale Vorhaben, das politische Vorhaben ausgestaltet sein. Der Wert von digitaler Zivilgesellschaft, das merkt man auch immer wieder, ist einfach wahnsinnig wichtig. Es sind ganz viele SicherheitsexpertInnen dabei, Leute, die nicht auf so ein
Buzzword Bullshit-Bingo reinfallen und die mit ihrer Expertise ganz, ganz viel beitragen können, auch die Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern überhaupt zu artikulieren und anzusprechen. Und deshalb ist es wichtig, sie immer von Anfang an schon mitzunehmen. Viele Initiativen, auch im digitalpolitischen Bereich, zielen ja darauf ab, auf ausgewogenere Geschlechterverhältnisse oder diskriminierungsärmere Algorithmen hinzuarbeiten. Ein wichtiges Strategieziel des Wikimedia-Movements ist zum Beispiel Wissensgerechtigkeit. Was bedeutet für dich Wissensgerechtigkeit? Wir leben in einer Gesellschaft, in der Macht unterschiedlich verteilt ist, auch in einer patriarchalen Gesellschaft. Das hast du schon angesprochen, also Stichwort feministische Digitalpolitik. Und was das für mich bedeutet, ist zu gewährleisten, dass alle Menschen, egal wer sie sind und wo sie herkommen, gleichberechtigten Zugang zu Bildung haben. Und das auch im digitalen Bereich umzusetzen. Also zum Beispiel ein digitaler Zugang zu Museen, zu Archiven, an sich dran zu denken, Gesetze so zu gestalten, Politik so zu gestalten und auch das Internet so zu gestalten, dass alle gleichberechtigt Raum haben. Darauf anschließend passt gut die nächste Frage, weil was mit öffentlichem Geld finanziert wird, sollte allen Menschen frei zur Verfügung gestellt werden. Deshalb fordert Wikimedia öffentliches Geld, öffentliches Gut. Wie stehst du zu dem Grundsatz und wo würdest du ansetzen, um da Dinge umzusetzen? Ja, das ist ein total wichtiges Thema. Dazu gibt es ja auch eine großartige Kampagne. Wir haben es im Koalitionsvertrag auch festgehalten, überall da, wo zum Beispiel in Software investiert wird durch den Staat, dass dann die Quellcodes, die Software überhaupt auch für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung steht. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Ansatz. Also wo staatliches Geld, auch Steuermittel reinfließen, da muss es im Anschluss auch einen Mehrwert geben für die Gesellschaft als Ganzes. Das heißt aber auch dauerhaft und für alles, nicht ausgewählte Sachen. Und nicht nur für einen begrenzten Zeitpunkt. Die Pandemie, die hat jetzt sehr deutlich gezeigt, was für ein Problem die Verbreitung von Falschinformationen im Netz darstellt. Wie lässt sich das eindämmen, ohne gleich die Meinungsfreiheit einzuschränken? Ich glaube, im ersten Schritt muss man einmal dafür sensibilisieren, dass Desinformation und Meinungsfreiheit nicht das Gleiche sind. Das wird in den Debatten immer wieder wichtig sein, das zu transportieren. Und dann ist es ein relativ breites Feld, wo man unterschiedliche Hebel hat. Einmal als Mensch im Internet, der das sieht, sich bestärkt zu fühlen, auch zu melden. Auf europäischer Ebene haben wir den Digital Services Act, den jetzt ins Nationale zu gießen und dann quasi das Gesetz zu Fake News und zu Desinformation zu haben, da die unterschiedlichen Hebel zu nutzen. Wir brauchen aber auch Mittel für Forschung, die sich dann damit auseinandersetzen kann, was zum Beispiel Fake News und Desinformation bedeutet für eine Gesellschaft oder auch für die Mediennutzung. Und wir brauchen Medienkompetenztrainings und auch eine Bildung an der Stelle, schulisch und außerschulisch. Und zum Schluss, ich gerade mal überlegen, was ich vergessen habe. Genau, ein ganz wichtiger Punkt ist, es braucht Mittel auch für betroffenen Gruppen, für Organisationen, die dies stärken und die sich einsetzen für die Rechte von Menschen, die im Internet angegangen worden sind, weil die Strafverfolgung total schwierig ist und auch daran müssen wir was ändern, weil es gibt ganz oft schon Gesetze, aber das Verfolgen ist einfach noch ein Problem und deshalb sind diese Organisationen so wichtig. Vielen Dank für deine Meinung und deine Einblicke. Bevor wir das Interview jetzt beenden, haben wir noch eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar würden wir gerne das nächste Interview mit einer Frage von dir starten. Unser nächster Gast ist Lena Werner. Was würdest du Lena Werner gerne fragen? Lena Werner ist eine Kollegin aus Rheinland-Pfalz. Und wir haben uns versucht, auf der Gamescom zu connecten. Das hat nicht funktioniert. Von daher die Frage, Lena, wann schaffen wir es auf einen Kaffee? Vielen Dank. Gerne.